das Leben? Tja. Ist ein gottverdammter heißer Tag. Davon krieg ich nichts mit. Ich war die ganze Zeit hier drin und die Klimaanlage läuft volles Rohr. Pass auf, dass dir die Eier nicht abfrieren. Du sagst es. Heute keine Mittagspause eingelegt? Oh, ich bin allein, da habe ich mir was in die Mikrowelle geschmissen. Jesus Maria und Halleluja, Pete. Dieser Mikrowellenfraß bringt dich schneller ans Grab als eine Kugel. Diese verdammten Burritos sind allerhöchstens was für zugekiffte Hippies. Schick mal eine Pulle Jack rüber, ja? Ja. Ich glaube, ich lasse mich heute Nacht volllaufen. Was ist denn passiert? Oh, Mann. Das war ein gottverdammter, langer, heißer, erbärmlicher Tag vom Anfang bis zum Ende. Als erstes ist Nadine vom Blutchip krank geworden, sodass ihr verdammter mongoloider Sohn am Grill stand. Mann, dieser Idiot kann Rattenscheiße nicht von Rice Krispies unterscheiden. Ich habe um 9 gefrühstückt und bereits um 10:30 habe ich halbgare Hamburger gekotzt wie ein kranker Kojote. Gibt's nicht ein Gesetz, wonach Schwachsinnige einem kein Essen servieren dürfen? Ja, sowas sollte es geben. Wer weiß schon, was so einem verdammten Mongo in der Birne rumgeht. Nadine hätte den Jungen wie eine Katze ersäufen und ihre Milch verkaufen sollen. Der könntest du die letzte Socke rausklagen, weißt du das? Dieser Spasti gehört ins Zirkuszelt und nicht in der Hamburgerbude. Du könntest diese Klitsche übernehmen. Ach, scheiße, Pete. Was soll ich denn mit so einer Fettgrube? Abgesehen davon hat Nadine schon ihr Kreuz zu schleppen. Außerdem hat sie diesen Sabberheini am Hals. Ich nehme an, du hast von dieser Scheiße in Abilene gehört, dem Banküberfall. Läuft schon den ganzen Tag im Dudelkasten. Ja. Da wurden ein paar Leute umgenietet, ha? Ja, haben 4 Rangers getötet. 3 Cops und einen Zivilisten. Und haben eine Bankangestellte als Geisel mitgenommen. Angeblich wollen die über die Grenze. Demnach könnten die mir über den Weg laufen. Wenn ich diese kranken, perversen Wichser in die Finger kriege, dann kommt die Abrechnung. Ich meine, wir werden sie schon erwischen. Wir erwischen sie. So viel ist mal sicher. Ich muss mal eine Runde schiffen gehen. Was dagegen, wenn ich eure Pissbude entweihe? Viel Spaß dabei. Danke. Gern geschehen. Denkst du, das ist ein Spiel, du Arschloch? Willst du, dass dieses Mädchen stirbt? Oder dieses andere Mädchen? Oder du selbst? Oder dein Busenfreund mit dem Stern? Also, ich bin nicht unbedingt wild darauf. Aber ich werde diese Hütte in eine Geisterbude verwandeln, wenn du versuchen solltest, mich zu verarschen. Was wollen Sie von mir? Ich habe getan, was Sie gesagt haben. Du hast ihn dein Klo benutzen lassen. Das ist in keinem Laden üblich. Er kommt jeden Tag hierher, erzählt Scheiß und war schon 1000 Mal auf meinem Klo pissen. Wenn ich Nein gesagt hätte, wäre er misstrauisch geworden. Ich will ihn hier raushaben. In seinem Wagen und wieder auf der Straße. Oder du kannst diesen Laden umbenennen in Bennys Welt des Blutes. Hast du dem Bullen schon ein Zeichen gegeben? Hä? Wer erzählt denn hier so eine Scheiße? Du hast dich gekratzt, sag ich. Ich hab mich nicht gekratzt! Nennst du den Mann einen Lügner? Ich nenne ihn nicht einen Lügner, okay? Ich sag nur, wenn ich mich gekratzt habe, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und das war kein Zeichen, sondern allerhöchstens, weil ich eine verdammte Scheißangst hab! Seth, der Kerl ist gerade auf dem Klo. Ich könnte doch einfach zu ihm gehen, ihm in den Hinterkopf schießen und schon... Tun Sie das nicht! Hören Sie, Sie haben von mir verlangt, dass ich mich natürlich aufführe und das habe ich getan. Wenn man die Umstände bedenkt, hätte ich dafür einen verdammten Oscar verdient. So natürlich habe ich mich aufgeführt. Sie haben gesagt, wer hat ihn los und ich tue mein Bestes! Du musst noch besser werden. Du musst noch viel besser werden. Oder du wirst dich bald höllisch schlecht fühlen. Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Ich komme morgen wieder.
Heute Nacht werde ich mich vor die Flimmerkiste hocken und saufen wie ein Walfisch. Was willst du für den Sprit, Pete? 6,50. Halleluja. Du sparst wohl schon für deine Rente. Hey! Hey! Was zum Geier hast du da gemacht? Er hat ihm ein Zeichen gegeben. Ganz sicher nicht! Sie müssen mir glauben, ehrlich nicht! Als die geredet haben, hat er die Worte Hilf uns mit den Lippen gefragt. Sie verfluchter Lügner! Ich hab gar nicht gefragt! Hör auf damit! Was zum Geier ist dein Problem, verdammt nochmal! Seth, er hat's getan! Du konntest es nicht sehen, du standst hinter dem Regal. Ich stand bei den Zeitungen und ich hatte den vollen Überblick. Und ich hab genau gesehen, wie er es so gemacht hat. Geh raus zum Wagen. Glaubst du ja, mir das? Ja, und jetzt halt's Maul und starte den Wagen, okay? Starte den Wagen. Glaubst du mir? Starte den Wagen, ist das jetzt klar? Halt dein scheiß Maul und starte den Wagen. Moment mal. Ich glaube dir, starte den Wagen. Das sagst du doch nicht einfach so, oder? Du glaubst ich mir doch. Ich glaube dir, gehen wir. Das bedeutet, du glaubst mir. Ja, ich glaube dir. Solltest du auch, denn ich habe recht. Ja! Alles okay? Dieses Scheißgesicht hat mir in die Hand geschossen! Ich hab dir gesagt, er hat den Typ gewarnt! Ich hab niemanden gewarnt! Darauf kommt's jetzt nicht an, denn du hast nur noch 2 Scheißsekunden zu leben! Richie? Ja! Ich zähl bis 3, dann schießt du auf die Flaschen hinter ihm! Oh ja! 1! Scheiße! 2! 3! Was hatte ich dir gesagt? Ich habe gesagt, kauf eine Straßenkarte und verschwinde. Verdammt, was hätte ich denn tun sollen? Sie hätte uns erkannt. Er hätte keinen Scheiß erkannt. Ich sag dir so, wie er uns angesehen hat. Vor allem, wie er dich angesehen hat. Da wusste ich, er wusste. Nicht aufhalten. Verstehst du die Bedeutung der Worte? Nicht aufhalten. Hey, wieso fragst du nicht, was mit meiner Hand ist? Ich kann dir erklären, was es bedeutet, dich aufzufallen. Das bedeutet vor allem, das bedeutet, keine Mädchen als Geiseln zu nehmen. Das bedeutet, keine Bullen abzuknallen. Das bedeutet, kein Haus in Brand zu stecken. Du kannst immer nur meckern.